Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mass Effect 2. Folge 12, glaube ich. Ich habe ja eine Aufnahmesession. So, im letzten Part habe ich ja schon gesagt, dass jetzt wieder die Ballerei losgehen wird. Ich war? Ich habe es ja gewusst. Und Leute, ich glaube, ich habe ein bisschen gelogen. Denn guckte mal. Shepard, hör auf. Hier drin, dieser Prototyp. Ich glaube... Ich müsste übelst reagieren, weil ich voll die Scheiben kaputt schieße. Aber jedenfalls, ich habe ja am Anfang gesagt, da war so ein Typi, ne? So ein... wie heißt denn der jetzt? Krogana. Und ich wusste ja schon, wer das ist. Ich glaube, das war der gar nicht. Ich glaube, das ist der da in dem Gefäß, den ich meine. Nämlich ein Kamerad, der uns noch anschließen wird. Oh, scheiße. Sauber. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, könnte es sogar. Na okay. Nochmal eben speichern. Und los geht's. Oh mein Gott, es ist so heftig. Ich erinnere mich gerade an eine andere Treppe, die so aussah, wo hier ein kleiner PC stand, der mich fast in den Wahnsinn getrieben hat. Achso, muss ich gar nicht runter. Mir ist egal, wer die sind. Ich will sie tot sehen. Ich werde sie alle vergiften. Wow. Wow. Na warte. Ey, cool, ich muss ja nur einmal rumschalten. Vielleicht. Nicht wahr? Boom! Ich sehe es jetzt erstmal nur auf sie ab. Man sieht schon, die anderen interessieren mich gar nicht. Man sieht. Auf die ziele ich gar nicht erst. Ach du heilige Scheiße. Die sind hier in den Kapseln drin. Oh, ist das gemein. Ich verstecke mich gerade hinter einem. Oh, ich habe nur noch eine, nee. Die will ich für die Oma aufsparen. Boom. 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 Lad nach, Mann. Oh, das ist gemein. Ja, okay, das war gemein. Ja, er sitzt da. Er hat nicht nachgeladen. Bitte mein. Oh Leute, muss ich mich mal eben kurz entschuldigen. Mein Hals ist trocken. Ich will mal eben was trinken. So. In neuer Frische gehen wir hier rein. Vergiften. Da ist sie. Und redet immer noch. Ich könnte jetzt versuchen. Boom! Was sagen wollte? Oh Mann. Na los. Und unten bleiben. Komm hoch. Zielverfolgung. Komm hoch. Boom. Autsch. Okay, was scheiße, was mache ich jetzt? Schild ist unten. Oh, da scheint gerade einer. Achtung, Krogana! Oh, was zum? Nee, ich bleib bei der Waffe. Das ist voll gemein gerade. Uiuiuiui. Oh, oh. Da kamen Schüsse aus dem Nichts. Oh, war das gemein. Wie gemein. Oh, mal ehrlich. Das war fies. Ich hatte ihn getötet, aber kamen Schüsse da von der Seite. Und dann war ich tot. Okay, ich habe aber eine Idee. Ich glaube, ich werde erstmal... blöde Tür. Ich werde erstmal den ganzen Krogana töten. Und redet immer noch.
jetzt mehr? Nö. Ich würde die erstmal nicht schön die Fresse halten. Autsch. Ich kann nicht aufpassen. Ich hab noch mehr von denen. Ja, ja, das habe ich leider schon gesehen. Einer von den Typen hat mich nämlich gerade getötet. Das muss wehtun. Muss stärker sein. Ha, so. Ketzer kommt noch mehr, aber ich will mal eben die Gelegenheit nutzen. Oh ja. Oh, der Dicke da, ne? Los. Komm raus. Komm raus. Komm raus, hab ich gesagt. Ja, ich kann voll durch die Wand schießen, ey. Das ist eine Hackerin. Die Typen, die scheiß Warhack benutzen, ey. Wow, da ist ja noch einer. Das ist wieder der. Mich eben die ganze Zeit schon verarscht hat. Oh, diesmal aber nicht. Links. Sie können nicht alle mitkommen. Autsch. Du willst lieber am liebsten ganz kurzen Safe State setzen. Aber nein. Angreifer kommen. Bei dem Quick Save geht nicht. Sie. Ich mach sowieso neue. Oh. Ey, der Dicke da. Der macht mir jetzt zu schaffen hier. Oh, mit der treffe ich. Das ist geil. Na los. Nein, unmöglich. Komm raus. Komm einfach raus. Ja, das ist mir einfach scheißegal. Ich glaube, Gabbles ist tot. Was zum? Schieß erstmal voll nicht. Komm raus. Und wann wirst du sterben? Hast du es hinter dir? Primärverteidigung offline. Primärverteidigung offline. Natürlich. Komm raus. Alter, die nervt mich. Verteidigungssysteme aktiv. Oh, er ist zerflogen. Geil. Ich hab sie! Alarm. Okir muss im Labor irgendwas abgestellt haben. Was zum Teufel? Shepard, wo ist sie hin? Der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Hast du den... Die wollte ich töten! Ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge ist der Raum voller Toxine und Okirs Lebenszeichen sinken rapide. Ich rate zur Eile. Ich könnte ihm schon wieder eine Kugel in den Kopf setzen. Ich finde das so komisch, wie die voll nach links switcht. Eigentlich würde ich da jetzt voll auf den Boden ziehen, aber er war jetzt schließlich voll auf ihn. Guckt. Ganz komisch. Oh, ey. Da-da-da-da-da-da-da. Zerbrechliche Kisten für den Arsch. Wenigstens eine Karte. Ha, ich kann speichern. Oh, bis wann habe ich eigentlich Zeit? Warte mal, 49... 4, okay. Also muss ich noch knapp 6 Minuten haben. Dieser blöde Kampf so ewig gedauert, ey. Nur weil ich wieder nach allen... Regeln der Kunst gefailt habe. G-Door. Besiegen Sie den Seitenanführerin Lido während okay diese Version. Ja, natürlich. Manchmal bezweifle ich meine Intelligenzquotienten. Ich muss doch jetzt wieder zurück zu diesem Ukir da. Um mir meine Belohnung abzuholen. Ist doch ganz einfach. Warum mache ich mir das Leben so schwer? Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Ah, ja. Oh. Er ist tot.
Was für... Wie ärgerlich. Warum sollte so ein Fanatiker sich für einen einzelnen Kroganer opfern? Schlimmer als Okir kann der auch nicht sein. Und wenn er gut ist, brauchen wir ihn. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag und sowas können wir eigentlich immer gebrauchen. Falls er uns hilft. Wie sie ihn einfach als Objekt ansehen, ey. Meinung gefragt hat. Voll rassistisch. Vergessen Sie Okir. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Ich trinke erstmal wieder was. Oh, Mission complete. Cool. Denn Sie in Gefahr, halten Sie die linke Untertasse gedrückt, um das Selektionsrad aufzurufen. Bei mir mittlere Maustaste. Der Einsatz von Kräften gegen Ihre Feinde könnte Ihnen das Leben retten. Das ist wohl dumm, ich habe die Steuerung umgestellt. Das wird überhaupt gar nicht angezeigt. Das sind nicht andere Tasten dann, sondern einfach immer noch die Standardtasten. Den Kroganer zu Studienzwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Schreib mal das weg, ja, und er ist wieder da. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Er kann da nicht raus, solange ihn keiner von uns rauslässt. Und falls Okir nicht irgendeine Art Absicherung installiert hat oder eine Fehlfunktion den Tank abschaltet. Ich will ja nicht sofort mit dem Brecheisen ran, aber ich werde eine potenzielle Ressource nicht einfach aufgeben. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Aber seien Sie bloß vorsichtig. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Ah, wir haben eine ganze Flasche ausgesoffen hier. Freeway. Guck mal, das ist ein Sportgetränk. Auch wenn ich nicht mal Sport mache. Ah, Marie. Waffenkammer. Toll. Tech Lab ist Tech Labor. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Ja, wir müssen erstmal einen technischen Typ finden, um da reinzugehen. Auch gerade. Wie spät? Okay, wir haben noch ein bisschen. Ist ein bisschen blöd. Eigentlich könnte ich noch in der Zeit schnell den nächsten Planeten besuchen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Aber ich schätze, dass wir wieder ewig lange Cutscenes kommen. Und ich glaube, wir müssen nach Purgatory. Das scheint eben DOS hier. Deswegen schätze ich, dass es in diesem, in dieser Galaxie hier auch ist. Maus. Oh, ich könnte wieder kotzen. Unerforscht. Na komm. Machen wir das hier. Ja, und das weiß ich auch, wie das hier funktioniert. Wir müssen... Warte mal, ich mach mal den Ton lauter. Wir sehen es da links. Wir können das Ganze hier abbauen lassen. Da, wo das dann so derbst ausschlägt. Oh, wie geht das gerade blöd mit der Maus hier, ey. Ich sehe gar nicht. Ja, da ein bisschen, ne? Ja, nee, es bringt nichts. Okay, hier. Starke Sonde. Können wir die Dinge... Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Ja, jetzt sind wir gleich einmal rum, ne? Kann ich noch ein bisschen suchen. Und wenn das da so ausschlägt... Können wir eine Sonde losschicken, um uns das hier einzuholen, sag ich mal. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Schön. Hier ist ja gar nichts, ey. So in der Quatsch. Hier unten habe ich noch nicht so geguckt. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Da-da-da-da. Starte Sonde. Ja, wie blöd, ey. So kriegt man auch mal eine Zeit voll, ne?
Ja, okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt gewonnen. Ein bisschen habe ich noch. Oder? Nee. Nee. Zeit ist schon vorbei. Okay, Leute, dann würde ich sagen, haben wir uns noch ein bisschen was geholt. Und im nächsten Part geht es dann nach Purgatory. Ich glaube, ich suche offscreen mal nach diesem Planeten. Denn ich möchte eigentlich als nächstes mal hin. Bis zum nächsten Part dann. Tschüss.